Herzlich willkommen bei Urknall Weltall und das Leben. Heute geht es im Einstein 28 der Volkshochschule in München um den Ritt auf dem Lichtstrahl, also Einsteins spezielle Relativitätstheorie. Ja, bitte nicht wundern, am Anfang gibt es da kleine Probleme mit der Kamera. Es gibt nur ein Kamerabild, aber nach 10 Minuten ist alles wieder super. Bleibt dran. Aber sein Lebenswerk, womit man ihn auch heute noch in Verbindung bringt, ist natürlich die Relativitätstheorie. Die spezielle Relativitätstheorie wurde 1905 veröffentlicht. Danach wurde sie verallgemeinert zur allgemeinen Relativitätstheorie, die letzten Endes eine Theorie der Gravitation ist. Die wurde im Jahr 1915 mündlich veröffentlicht und dann schriftlich 1916. Und es gab aber schon Schlüsselmomente als Kind. Der Ritt auf dem Lichtstrahl, der Titel des heutigen Vortrags, weist darauf hin. Hier sehen wir Albert Einstein 1893. Er ist ja 1879 geboren, war da also 14 Jahre alt und er hatte sich schon als Teenager gefragt, was würde geschehen, wenn ich hinter einem Lichtstrahl hereilen würde und ihn auch dann einholen würde. Das war eine Frage, die er sich als Teenager schon gestellt hatte. Und dazu muss man natürlich wissen, dass über das Licht nicht so viel bekannt war zu der damaligen Zeit. Also Ende des 19. Jahrhunderts, beziehungsweise dann Wende zum 20. Jahrhundert, was war da auch so der Kenntnisstand, beziehungsweise was war auch für Einstein ein Ausgangspunkt? Man hatte sich zum Beispiel Gedanken gemacht über dieses Experiment, was Sie hier sehen. Einstein war berühmt für seine Gedankenexperimente. Wir sehen hier im Prinzip eine Box, die keine Fenster hat. Und darin befindet sich ein Beobachter, der jetzt beurteilen soll, wo er sich eigentlich befindet, was um ihn herum geschieht. Wenn er einen Lichtstrahl anschaut oder auch die Gegenstände, die sich um ihn befinden, dann würden die eben in relative Ruhe, also wir reden jetzt auch von dem Zustand ohne Gravitationsfeld, dann würden diese Gegenstände schweben und der Lichtstrahl würde sich geradlinig ausbreiten. Nun kann man aber nicht eigentlich genau sagen, wo man sich da befindet, denn man könnte sich relativ in Ruhe befinden, man könnte sich aber auch, wie auf der rechten Seite dargestellt, in einem Bewegungszustand befinden, allerdings in einem, wo die Geschwindigkeit konstant ist und man sich immer geradeaus in eine Richtung bewegt. Eine gleichförmig geradlinige Bewegung, also keine Beschleunigung. In beiden Fällen wird man dasselbe im Inneren beobachten und auch dieselbe Physik benutzen, um das Innere zu beschreiben. Dieses Prinzip, was dahinter steckt, was begründet wurde, nennt man das Relativitätsprinzip. Es ist also im Prinzip egal, ob ich mich wirklich in Ruhe befinde oder mich mit konstanter Geschwindigkeit bewege. Relativ zueinander sind beide Verhältnisse identisch. Man nennt solche Systeme Inertialsysteme, bei denen dann diese Verhältnisse gelten. Der Ausgangspunkt Ende des 19. Jahrhunderts war für Einstein letzten Endes, dass man schon einiges verstanden hatte in der Physik über das Wesen von Licht und auch von Radiowellen zum Beispiel. James Clerk Maxwell hatte im Jahr 1865 die elektromagnetischen Wellen abgeleitet aus einer Theorie, die man heute Maxwell-Theorie nennt oder klassische Elektrodynamik. Diese Theorie beschreibt elektrische Felder und magnetische Felder. Man könnte sie auch unter dem Gesichtspunkt der modernen Physik als die erste vereinheitlichte Theorie bezeichnen, denn man konnte die elektrischen und die magnetischen Phänomene vereinheitlichen zu einem und demselben. In einer Theorie. Diese Maxwell-Theorie kann man hinschreiben als vier Gleichungen. In der klassischen Elektrodynamik, wenn man es relativistisch formuliert, sind sogar nur zwei Gleichungen. Und Maxwell hatte dann diese Gleichung miteinander so kombiniert, dass man eine Wellengleichung ableiten konnte. Wie kann ich diese elektromagnetischen Wellen erzeugen? Ich muss dazu elektrische Ladungen beschleunigen. Und das Gerät, mit dem man das machen kann, nennt man das Hertzsche Dipol, benannt nach Heinrich Hertz. Er war nämlich der Erste, der dann einen solchen Dipol gebaut hat. Er hat also elektromagnetische Wellen produziert, gesendet und auch gleichzeitig nachgewiesen mit einem Empfänger. Und das machen wir letzten Endes, wenn wir Radio hören. Wir haben ein Empfangsgerät, das Radiogerät, empfangen damit die elektromagnetischen Wellen von einem Sender, zum Beispiel
von Antenne Bayern oder Bayern 3. Und auf diesen Wellen sind Informationen gespeichert, aufgeprägt, die man entweder in der Frequenz zum Beispiel modulieren kann oder auch in der Amplitude. Die Information steckt dann da drin und man kann sie wieder herausholen, um dann letzten Endes zum Beispiel den Wetterbericht zu hören. Sie sehen hier, 1886 ist dieser Hertzsche Dipol gebaut worden. Da war Einstein 7 Jahre alt. Einstein hatte übrigens auch als Kind einen Kompass geschenkt bekommen. Und er war dann total fasziniert von dieser Nadel, die er scheinbar ohne Einflussnahme von außen sich bewegt und auch immer Norden anzeigen kann. Und ihm war natürlich als Kind dann das ein großes Rätsel zu verstehen, ja, wie funktioniert das überhaupt? Wer sagt der Nadel, wie die sich ausrichten muss? Und das weckte so sein sehr, sehr großes Interesse für die Elektrodynamik und er hat es natürlich alles gespannt verfolgt und man hatte immer mehr kennengelernt über diese elektromagnetischen Wellen, elektrische Felder, magnetische Felder. Und letzten Endes war es das, was ihn auch dann gebracht hat zu dem Wesen von Licht und auch zur speziellen Relativitätstheorie. Die große Frage, die aber ungelöst war, was ist eigentlich das Trägermedium von Licht? Worin breitet sich Licht aus? Die Analogie zum Schall war natürlich bekannt. Schallwellen brauchen ein Medium, um sich auszubreiten. Sie hören meine Stimme über den Luftschall. Letzten Endes, meine Stimmbänder stoßen hier Luftmoleküle an. Es gibt Verdichtungen und die breiten sich dann mit Schallgeschwindigkeit aus, treffen irgendwann auf ihr Ohr, treffen auf das Trommelfell. Das Trommelfell gerät in Schwingung und dann können Sie das mit Ihrem Hörempfinden auch tatsächlich hören. Wenn ich die gesamte Luft hier rausnehme aus dem Raum, hat der Schall kein Trägermedium und man wird nichts mehr hören. Die große Frage war, wie ist das bei Licht? Worin schwingt das eigentlich? Gibt es auch hier eine Trägersubstanz? Und diese Substanz wurde gesucht und hatte einen Namen bekommen, den Lichtäther. Es gab dann auch Experimente Ende des 19. Jahrhunderts, um 1885 herum, die wurden mehrfach wiederholt und man hatte sich Folgendes überlegt. Wenn es diesen Lichtäther gibt, dann sollten wir uns relativ zu diesem Medium auch bewegen können. Dieser Lichtäther sollte ja das gesamte Universum ausfüllen. Wir sehen ja das Licht zum Beispiel von den Sternen. Und wir mit unserer Erde bewegen uns ja im Sonnensystem. Die Erde kreist um die Sonne. Das heißt, wir sollten uns zum Beispiel relativ zu diesem Äther bewegen, mal entgegengesetzt vielleicht und mal mit dem Ätherwind. Dann sollte es aber Unterschiede geben in der Lichtgeschwindigkeit. Beim Schall ist es letzten Endes genauso. Es hängt davon ab, wenn Sie sich relativ zu einer Schallquelle bewegen, bewegen Sie sich mit der bewegten Quelle oder entgegengesetzt. Da gibt es auch bestimmte Effekte. Man hat jetzt eben versucht, mit dieser Apparatur, die man Michelson-Interferometer nennt, den Äther zu messen und auch eine Relativgeschwindigkeit zu diesem Äther zu messen. Letzten Endes würde man erwarten, dass die Lichtgeschwindigkeit variieren sollte. Und zwar haben Sie hier zwei Achsen zur Verfügung, entlang derer Sie die Lichtgeschwindigkeit messen können. Das geschieht recht trickreich in diesem Instrument. Man hat nämlich eine Lichtquelle. Damals gab es natürlich noch keine Laser. Heutzutage benutzt man Laser für sowas. Sehr intensives Licht, sehr helles Licht, das hier auch aus dem Pointer rauskommt. Und hier auf diesem Strahlteiler wird das Licht von der Quelle aufgespalten in zwei Teilstrahlen. Einer läuft einfach durch, als ob da gar kein Strahlteiler wäre. Und der andere Strahl wird, weil das hier um 45 Grad geneigt ist, senkrecht nach oben reflektiert. An dem einen Ende steht ein total reflektierender Spiegel 1, an dem anderen ein total reflektierender Spiegel Nummer 2. Das heißt, diese Teilwellen kommen dann wieder zurück, überlagern sich hier und man muss jetzt natürlich überlegen, was passiert, wenn sich Licht überlagert. Das hängt jetzt davon ab, was für ein Abstand hier bei den Spiegeln jeweils eingestellt wurde. Denn es stellt sich heraus, Sie können Licht sogar auslöschen, wenn Sie nämlich hier einen Abstand einstellen, der dann gerade dafür sorgt, dass ein Wellenberg von der
Lichtwelle auf ein Wellental trifft. Man spricht dann von destruktiver Interferenz. Und tatsächlich ist es also so, Licht plus Licht kann Dunkelheit ergeben. Das kann man nur verstehen mit dem Wellenmodell von Licht. Und das war natürlich schon damals bekannt. Also hier, wo die beiden Teilstrahlen dann wieder herauskommen, kann man das so einstellen, dass die sich auslöschen. Und deshalb sieht man dann hier bei dem Gerät, was die Helligkeit misst, man könnte da einfach einen Schirm entstellen. Heutzutage nimmt man eine Fotodiode, ein lichtempfindliches Material, und kann damit eben die Helligkeit da messen. Und bei der destruktiven Interferenz löschen die sich komplett aus. Jetzt hatte man also erwartet, dass je nachdem, wie sich dieses Interferometer jetzt relativ zu dem Äther befindet, dass es auch variable Lichtgeschwindigkeit geben muss. Und man hat das gemessen und gemessen. Man hatte auch ein halbes Jahr gewartet, weil in der Zwischenzeit wandert ja unsere Erde dann weiter im Sonnensystem. Vielleicht ist es dann ein halbes Jahr später ein messbarer Effekt, Relativbewegung zu diesem Äther. Man konnte aber nichts finden. Das Licht war immer gleich schnell auf diesen beiden Achsen und egal, wie Sie dieses Interferometer gedreht haben. Und das war der experimentelle Befund. Licht ist immer gleich schnell. Einstein war dann recht radikal und hat einfach gesagt, es gibt gar keinen Lichtäther. Man muss allerdings wissenschaftshistorisch korrekt dazu sagen, er war eigentlich nicht so stark beeinflusst von diesen Michelson-Morley-Experimente, so nennt man die. Michelson und Morley hatten eben viele solcher Experimente durchgeführt. Und letzten Endes war Einstein eher geleitet von seiner Intuition und von der Elektrodynamik. Und ihm war klar, das passt einfach auch nicht zu den Konzepten der Elektrodynamik, dass wir jetzt hier eine variable Lichtgeschwindigkeit haben müssen. Also er hat es natürlich zur Kenntnis genommen mit den Interferometer-Experimenten, aber er war nicht direkt eigentlich davon beeinflusst. Was hat er noch angenommen? Das ist der wesentliche Grundstein der speziellen Relativitätstheorie, hat einfach gesagt, ich fordere, die Lichtgeschwindigkeit ist immer gleich. Egal, wie sich die Lichtquelle bewegt, das Licht kann man nicht schneller machen, indem man die Lichtquelle schneller macht. Die Lichtgeschwindigkeit ist eine universelle Naturkonstante. Das hat jetzt Konsequenzen, wenn Sie nämlich das Licht nicht schneller machen können, dann muss irgendwas mit den anderen Größen passieren. Das werden wir uns gleich genauer anschauen. Die wesentliche Konsequenz ist das, was hier unter 3 steht. Die Relativität von Zeit, die Relativität von Länge und auch die Relativität der Gleichzeitigkeit. Das heißt, eine Uhr tickt je nach Geschwindigkeitszustand unterschiedlich schnell. Das sagt die spezielle Relativitätstheorie. Das können wir von unserer Alltagserfahrung überhaupt nicht bestätigen, denn wir würden sagen, wenn wir unsere Uhren zum Beispiel vergleichen, aufeinander abstimmen, wir fahren dann mal Bus, wir fahren hier in München mit der S-Bahn, kommen wieder, vergleichen unsere Uhren, dann werden wir feststellen, die gehen eigentlich immer noch gleich. Und es stellt sich eben heraus, dass diese Effekte wahnsinnig gering sind. Kommen wir drauf. Kommen wir erstmal zu der Addition von Geschwindigkeiten. Gucken wir uns mal so eine Person an, die einen Ball wirft. Hier mit meinem künstlerischen Sachverstand sehr schön dargestellt. Entschuldigung, ich bin theoretischer Physiker. Sie sehen hier einen Ball, der geworfen wird mit 30 km/h. Und das ist dann sozusagen die Geschwindigkeit relativ zu dem Werfer. Sollte dieser Werfer sich aber jetzt auf der Oberfläche eines Transporters befinden und dieser Transporter bewegt sich und er wirft in Bewegungsrichtung des Transporters, dann passiert ja etwas, was Sie vielleicht auch kennen, schon erlebt haben, dann addieren sich die Geschwindigkeiten von dem Transporter und von dem geworfenen Ball. Also sollten wir hier vorne einen Fänger haben, der den Ball jetzt fangen will, hier in dem Fall kriegt er den mit 30 km/h ab, hier unten, wenn er von der Transporterfläche, die sich bewegt, geworfen wird, kriegt er den mit 80 km/h ab. Das wird also ziemlich schmerzhaft sein, den zu fangen. Das kennen wir von unserer Alltagserfahrung. Wir nennen das die Addition von Geschwindigkeiten. Geschwindigkeiten sind Pfeile, die wir so aneinander kleben können und die addieren sich
vektoriell. Pfeile sind Vektoren in der Mathematik. Wie ist es aber jetzt, wenn wir das mit einem Lichtstrahl vergleichen? Wir haben hier die Taschenlampe. Wir hatten gesagt, die Lichtgeschwindigkeit, diese Naturkonstante wird übrigens immer C genannt für Celeritas. Die 300.000 Kilometer pro Sekunde, wenn Sie das in vertraute Einheiten km/h umrechnen, ist das 1 Milliarde km/h ziemlich genau. Kann man sich ganz gut merken. Also das Licht ist wirklich sehr, sehr schnell. Jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt hier dasselbe Spiel treibe und ich fahre auf einem Transporter mit, was passiert eigentlich dann mit der Lichtgeschwindigkeit? Man würde jetzt hier erwarten, wie bei dem Ball, die Geschwindigkeiten werden addiert, ich klebe die Pfeile aneinander und ich kann dann die Lichtgeschwindigkeit schneller machen um die Geschwindigkeit des Transporters. Es stellt sich aber heraus, das funktioniert nicht. Das ist im Prinzip das, was bei den Michelson-Morley-Interferometern gemessen wurde. Das Licht ist immer gleich schnell. Und Sie können das Geschwindigkeitsgesetz, wie man das aus der Relativitätstheorie kennt, können Sie sich hier grafisch veranschaulichen. Hier steht das Gesetz mit diesen Betas, das ist eine Schreibweise, die sehr gebräuchlich ist in der speziellen Relativitätstheorie, weil die Lichtgeschwindigkeit die universelle Naturkonstante ist, die wichtigste Geschwindigkeit, drücken wir alle Geschwindigkeiten in Einheiten der Lichtgeschwindigkeit aus. Beta ist also eine Geschwindigkeit v geteilt immer durch die Lichtgeschwindigkeit c. Und jetzt sehen Sie, was im klassischen Fall passieren würde, wenn Sie einfach ganz normal, wie Sie es gewohnt sind, aus der Alltagswelt die Geschwindigkeiten addieren. Könnten Sie hier, die Lichtgeschwindigkeit liegt bei 1, das ist Einheiten der Lichtgeschwindigkeit, 1 wäre Lichtgeschwindigkeit, Sie könnten hier locker über die Lichtgeschwindigkeit rüberkommen, indem Sie zum Beispiel zwei Geschwindigkeiten addieren, die beide der Lichtgeschwindigkeit entsprechen. 1 plus 1 ist 2, 2c, dann würden Sie also, wenn Sie hier einfache Lichtgeschwindigkeit mit einfacher Lichtgeschwindigkeit addieren, kriegen Sie zweifache Lichtgeschwindigkeit. Einstein sagt aber, das geht nicht. Deshalb muss es ein neues Gesetz geben für die Addition von Geschwindigkeiten und das steht hier. Hier sehen Sie, dass da im Prinzip auch wieder steht, eine Geschwindigkeit plus die andere Geschwindigkeit, also 1 plus 1 wäre eigentlich 2, aber hier unten gibt es im Nenner einen Korrekturterm. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel annehmen, Sie haben einfache Lichtgeschwindigkeit plus einfache Lichtgeschwindigkeit, dann steht hier oben eine 2 im Zähler. Hier unten steht 1 mal 1 plus 1 gibt 2, 2 durch 2 gibt aber wieder 1. Das heißt, egal wie Sie es machen, Sie kommen niemals über diese Grenze, diese magische Grenze der Lichtgeschwindigkeit drüber. Und das zeigt die blaue Kurve, das ist das korrekte Gesetz im Rahmen der speziellen Relativitätstheorie. Sie kommen niemals drüber. Sie können also auch niemals ein Teilchen, einen Teilchenbeschleuniger schneller machen als Lichtgeschwindigkeit. Die sind da übrigens ziemlich nah dran. Jetzt ist die spannende Frage, bei welcher Geschwindigkeit müssen wir uns denn da Gedanken machen? Wann gibt es denn die Abweichung von diesem klassischen Gesetz? Das sehen Sie genau hier, wo nämlich die beiden Kurven sich trennen. Da können Sie hier unten auf die Skala gucken. Das ist ungefähr bei einer Geschwindigkeit. Hier ist ja in Einheiten der Lichtgeschwindigkeit, hier wäre also 0,2. Das sind 20% der Lichtgeschwindigkeit. Wir hatten gesagt, die Lichtgeschwindigkeit ist 1 Milliarde km/h. 20% davon sind 200 Millionen km/h. So schnell müssten Sie sein, um Abweichungen von dem klassischen Gesetz dann feststellen zu können. 200 Millionen km/h. Das ist schon ziemlich schnell. Kommen wir nun zu der Relativität der Zeit oder auch Zeitdehnung, Zeitdilatation, wie man das nennt. Das hat Einstein auch sehr einfach erklärt, nämlich mit dem Beispiel eines Zuges. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen im ICE. Sie haben so einen Laserpointer dabei, sitzen da am Tisch und Sie haben auf dem Tisch einen Spiegel und direkt über dem Tisch an der Decke nochmal einen Spiegel. Und jetzt schießen Sie einfach diesen Laserstrahl an die Decke und der kommt natürlich an dem Spiegel an der Decke wieder zurück und wird hin und her reflektiert.
Das Licht ist so schnell, Sie würden das natürlich nicht sehen, dass es da wie so ein Ping-Pong-Ball hin und her fliegt. Aber das ist die Situation, die man hier sieht. Wir befinden uns im Ruhesystem, im Zug und ja, können uns zum Beispiel einfach auch eine Tasse Tee oder Tasse Kaffee eingießen. Das funktioniert alles wunderbar, solange der Zug immer schön geradeaus fährt und immer eine konstante Geschwindigkeit hat. Sie kennen es vom Busfahren auch oder S-Bahnfahren. Wenn die Objekte eine Kurve fahren, gibt es Trägheitskräfte und dann kommen Zusatzkräfte ins Spiel und dann bekommen sie auch Probleme, hier ihren Kaffee einzugießen. Dann wird was verschüttet. Hier gehen wir davon aus, wir haben eine gleichförmig geradlinige Bewegung, immer geradeaus und konstante Geschwindigkeit. Hier ist jetzt angenommen, dass wir einen bestimmten Abstand haben zwischen dem Tisch und der Decke. Der ist hier groß R genannt. Und das Licht braucht eine gewisse Zeit, um eben diesen Abstand zurückzulegen. Dieses Zeitintervall nennen wir einfach Delta T. Jetzt haben Sie aber jemanden, der Sie beobachtet. Der steht am Bahnhof und sieht, wie der Zug da vorbeifährt. Der Zug hält nicht am Bahnhof, der fährt einfach durch. Und der sieht Sie da, wie Sie da gerade Ihr Experiment durchführen und stellt dann aber fest, dass dieser Lichtstrahl sich nicht senkrecht nach oben ausbreitet. Aus der Sicht desjenigen, der außerhalb vom Zug ist, macht das ja so eine Zickzack-Bewegung. Und hier sehen Sie deshalb eine schräge Linie, einen schrägen Lichtstrahl. In der Zwischenzeit hat sich nämlich der Zug weiter bewegt. Der Zug hat eine Geschwindigkeit V und in einer gewissen Zeit bewegt er sich dann um Delta S weiter. Das ist dieses Stück hier unten. Wir nennen jetzt dieses System Bahnhof, wenn man also außen steht, ein gestrichenes System S'. Die Zeit, die der Lichtstrahl braucht, um von hier an die Decke zu kommen, nennen wir Delta T'. Und mehr brauchen wir jetzt nicht, um das Problem letzten Endes zu lösen. Sie brauchen auch gar keine aufwendige Mathematik. Sie brauchen nur den Satz des Pythagoras. Der lautet, die Summe der Kathetenquadrate in einem rechtwinkligen Dreieck ist gleich dem Hypotenusenquadrat. Das rechtwinklige Dreieck sehen Sie hier. Das Gelbe wäre die Hypotenuse, die liegt nämlich hier dem rechten Winkel gegenüber. Und das ist eine Kathete und das ist die andere. Hier haben wir kein Dreieck, da könnten wir das nicht anwenden. Jetzt sehen Sie aber schon bei dieser Ausgangssituation, da passiert irgendwas Komisches. Das Licht breitet sich hier um R aus und hier um eine Strecke, die ja länger ist als R. Das R ist das hier drüben wieder. Und diese Hypotenuse ist ja länger. Wenn das Licht aber nach Einsteins Forderung immer dieselbe Geschwindigkeit hat, merken Sie schon, da muss irgendwas mit der Zeit passieren. Sonst kommen wir da nicht hin. Denn das Licht schafft es, auch hier hinzukommen, obwohl es einen längeren Weg zurücklegt. Es muss also auch offenbar mehr Zeit dafür zur Verfügung haben. Das sehen Sie hier schon rein qualitativ, ohne irgendwas zu rechnen. Und wenn Sie es jetzt genau wissen wollen, dann wenden wir den Satz des Pythagoras an. Hier ist also der rechte Winkel von diesem Dreieck. Das ist die Hypotenuse, das ist die eine Kathete, das ist die andere. Und ich habe es Ihnen hier ausgerechnet, es sieht erstmal schlimm aus, aber eigentlich tut es gar nicht weh, ne? Ist wie beim Zahnarzt. Wir haben hier die Hypotenuse, das ist nämlich die Strecke von diesem schrägen, gelben, längeren Pfeil. Das Licht braucht für diese Strecke Delta T'. Delta T' können wir aber ausdrücken als Lichtgeschwindigkeit mal Delta T'. Also Entschuldigung, das ist diese Länge der Hypotenuse, ist C mal Delta T'. Jetzt brauchen wir noch die beiden Katheten. Die eine Kathete stimmt mit der hier überein. Da können wir also einfach R schreiben für diese Kathete, weil wir das Quadrat brauchen, steht deshalb hier R². Dann haben wir die zweite Kathete, die nennen wir Delta S. Das ist die Strecke, um die sich der Zug weiter bewegt in der Zeit Delta T'. Also können wir die Geschwindigkeit des Zuges mit der Zeit Delta T' mal nehmen und kriegen dann diese Strecke heraus.
Jetzt sehen Sie hier nur Größen, Delta T' und Delta T und ansonsten nur die Lichtgeschwindigkeit und die Geschwindigkeit des Zuges. Jetzt können Sie diese Gleichung ein bisschen massieren und bringen das in so eine Form, dass Sie direkt diese beiden Zeitintervalle Delta T' und Delta T miteinander vergleichen können. Das ist nur algebraisches Umformen. Und dann steht hier also Delta T' ist gleich Delta T korrigiert um einen Faktor, der von dieser Zuggeschwindigkeit V abhängt. Hoch minus 1/2 bedeutet 1 durch die Wurzel. Ich konnte das jetzt hier nicht besser hinschreiben. Und V durch C ist wieder das Beta, was wir vorhin hatten, also die Geschwindigkeit des Zuges in Einheiten der Lichtgeschwindigkeit. Diesen Faktor, um den sich die beiden Zeiten unterscheiden, nennt man den Lorentz-Faktor Gamma. Das ist der wichtigste Faktor in der speziellen Relativitätstheorie. Und den können Sie jetzt mal anschauen. Sie können zum Beispiel sagen, okay, nehmen wir an, der Zug hat keine Geschwindigkeit, V ist 0. Dann fällt dieses Ding hier weg, dann steht hier nur noch eine 1 minus 0. Wurzel aus 1 bleibt 1, 1 durch Wurzel 1 bleibt auch 1. Dann steht also hier eine 1, also im Wesentlichen steht da bei V gleich 0, Delta T' und Delta T stimmen überein. Wenn der Zug parkt, hat keine Geschwindigkeit, dann wird derjenige, der von draußen den Zug sich anguckt, sagen, ja, die Verhältnisse sind genauso wie bei mir. Und der Lichtstrahl braucht genau dieselbe Zeit, um eben da hochzukommen. Bewegt sich aber jetzt der Zug, dann kriegen wir hier eine Veränderung ins Spiel. Ganz extrem wird es, wenn der Zug Lichtgeschwindigkeit erreichen könnte. Wenn also dieses V gleich C wird, was passiert dann? Wenn V gleich C ist, steht hier C durch C, das wird 1. 1 minus 1 gibt 0. Aber hier steht hoch minus 1/2, das heißt, wir teilen jetzt durch eine 0. Da steht 1 durch 0. Dieser Ausdruck wird für V gleich C also unendlich. Der Lorentz-Faktor wird unendlich für die Lichtgeschwindigkeit. Das würde bedeuten, diese Zeit Delta T' wird auch ins Unendliche gedehnt, wenn der Zug mit Lichtgeschwindigkeit da an mir vorbeifahren würde. Natürlich gibt es typischerweise auch diese Verhältnisse dazwischen, wenn Sie nämlich eine andere Geschwindigkeit hier einsetzen, zwischen eben 0 und Lichtgeschwindigkeit. Das sind so die realen Verhältnisse. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Sie können sich jetzt fragen, spielt dieser Effekt für mich im Alltag, wenn ich Zug fahre, überhaupt eine Rolle? Und die Antwort lautet nein. Sie sind nämlich viel zu langsam. Erinnern Sie sich an das Geschwindigkeitsadditionsgesetz? Wir hatten gesagt, bei 20% der Lichtgeschwindigkeit wird es überhaupt erst Abweichungen geben. Und so ist es eben auch hier. Sie können sich zum Beispiel mal was furchtbar Schnelles hernehmen, was schon viel schneller ist als das, was wir im Alltag gewöhnt sind, ein Überschalljet, Lockheed Jet. Der kann 3500 km/h fliegen. Jetzt setzen Sie also für V 3500 km/h ein, teilen durch C 1 Milliarde km/h und kriegen dann ein Beta raus von nur 10 hoch minus 6, 1 Millionstel. Das 1 Millionstel setzen Sie hier für Beta ein, rechnen also 1 durch Wurzel aus 1 minus 1 Million zum Quadrat und kriegen dann raus, dass im Wesentlichen dann dieses Gamma der Lorentz-Faktor 1 ist. Sie erinnern sich, das waren die Verhältnisse, sie sind zu langsam. Dann sind einfach die Verhältnisse gleich. Jetzt können Sie sich was noch Schnelleres hernehmen. Da reden wir schon von Raumfahrt. Vielleicht haben Sie das verfolgt mit dem Kometen Chury. Der wurde besucht von einer Raumsonde. Der Komet Chury kreist aber mit 120.000 km/h um die Sonne. Und um den einzuholen, muss man die Raumsonde sehr schnell machen. Erstmal muss man die wegschießen mit einer Rakete von der Erde. Da muss man die Fluchtgeschwindigkeit von der Erde überwinden. Das sind 40.000 km/h. Dann befindet sich die Sonde da oben, ist leider noch nicht schnell genug, um den Kometen einzuholen, denn der ist ja 120.000 km/h schnell. Was macht man? Es gibt dieses Swing-by-Manöver. Man fliegt auf andere Objekte zu, typischerweise auf andere Planeten. Und dann gibt es einen Impulsübertrag und man kann auf die Art und Weise, ohne natürlich zu kollidieren, kann man diese Sonne dann schneller machen. Man hat drei dieser Swing-by-Manöver durchgeführt bei der Erde und hat es eben dann geschafft, die Sonde von
40.000 km/h auf diese 120.000 km/h zu bringen. Und dann konnte man Jury einholen. Das ganze Manöver hat ja rund 10 Jahre gedauert, also man musste da ein bisschen Zeit mitbringen. Aber jetzt setzen wir mal die 120.000 km/h ein, dann stellen Sie fest, das Beta ist immer noch sehr gering, 0,0001. Und wenn ich da wieder den Lorentz-Faktor ausrechne, bekomme ich wieder im Wesentlichen 1 heraus. Immer noch zu langsam. Diese ganzen Geschwindigkeiten sind nämlich vernachlässigbar gegenüber 1 Milliarde km/h, was ja die Lichtgeschwindigkeit ist. Sie müssen da viel näher rankommen. Und das schaffen eben zum Beispiel diese sehr winzigen Teilchen, die Myonen, die prasseln bei uns über die Höhenstrahlung, sind die eine Komponente davon, prasseln die auf die Erde herunter. Und diese Teilchen sind so klein, dass sie auch wahnsinnig schnell werden können. Das sind die schweren Geschwisterteilchen zum Elektron. Die negativ geladenen Elektronen sind ja die Teilchen, die um den Atomkern kreisen. Und die Myonen sind etwas schwerer, aber im Prinzip sonst genau gleich von ihrem Wesen wie die Elektronen. Die entstehen in der Hochatmosphäre und bewegen sich mit 99,5% der Lichtgeschwindigkeit. 99,5 mal 1 Milliarde, dann kommen Sie hier, oder ein bisschen mehr, die Lichtgeschwindigkeit ist ja ein bisschen mehr als 1 Milliarde, da kommen Sie schon relativ nah an die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum ran. Wenn Sie jetzt für diesen Faktor, Sie setzen also 0,995 für Beta ein, bestimmen dann das Gamma, da kriegen Sie immerhin 10 raus. Was heißt das anschaulich für dieses Myon? Myonen zerfallen eigentlich nach ungefähr 2,4 Mikrosekunden. Wenn die jetzt aber sich so wahnsinnig schnell bewegen, wird die Zeit gedehnt. Und zwar relativ zu uns als irdischer Beobachter bewegen die sich sozusagen so, dass die Zeit um den Faktor 10 gedehnt wird von den Myonen. Eigentlich sollten diese Myonen gar nicht auf der Erdoberfläche ankommen können, weil sie bis dahin schon längst zerfallen sind. Weil es aber diesen speziell relativistischen Effekt gibt, die Zeitdehnung, kann diese Zerfallszeit um den Faktor 10 gedehnt werden, weil sie nämlich so schnell sind, 99,5% der Lichtgeschwindigkeit, und deshalb kann man sie trotzdem noch messen auf der Erdoberfläche. Und dieses Experiment gelang Rossi und Hall im Jahr 1940, da haben die nachgewiesen, dass das tatsächlich so funktioniert. Und dass die Myonen, könnte man auch sagen, speziell relativistische Zeitreisende sind. Die Uhr im Myon tickt anders. Und hier habe ich noch weitere Beispiele. GHB-Jet, das sind Gamma-Ray-Bursts, das sind letzten Endes massereiche Sterne, die explodieren und dann auch wahnsinnig schnelle Teilchenstrahlen erzeugen können. Da kriegen Sie dann hier noch mehr Neuner rein ins Spiel, noch näher an der Lichtgeschwindigkeit dran. Das drückt man dann besser in dem Lorentz-Faktor aus, der ist dann 1000. Und wenn Sie sich mal die Protonen anschauen in dem stärksten Teilchenbeschleuniger der Welt, das ist der Large Hadron Collider am CERN, da erreicht man fast Lichtgeschwindigkeit mit diesen Teilchen und der Lorentz-Faktor beträgt 7400, das ist also gigantisch. Und wie ich vorhin gesagt hatte, wenn Sie das Licht selber einsetzen, dann divergiert sozusagen der Lorentz-Faktor und Sie kriegen hier unendlich raus. Das führt uns zurück auf die Frage von Einstein, die er sich als Teenager gestellt hat. Wie wäre das mit dem Ritt auf dem Lichtstrahl? Wenn ich mich mit Lichtgeschwindigkeit bewege, dann wird meine Zeit im Prinzip für einen, der mich mit Lichtgeschwindigkeit da vorbeifliegen sieht, wird die Zeit ins Unendliche gedehnt. Also die Lichtteilchen leben in einer zeitlosen Welt, könnte man sagen. Das war die Antwort. Und es hat ein paar Jahre gedauert, diese Antwort zu bekommen. Nach Einsteins Tod, er starb ja im Jahr 1955, wurde ein Experiment durchgeführt mit den genauesten Uhren, die man zur Verfügung hat. Das ist das Havele-Keating-Experiment. Die hatten keine Kohle gehabt, um sich ein Forschungsflugzeug zu kaufen. Was haben die gemacht? Die haben einfach Linienmaschinen genommen, haben ganz normal ein Ticket gekauft, haben aber eine Atomuhr mitgenommen. Die genauesten Uhren, die man kennt. Cäsium-Uhren. Und vorher, also Sie müssen sich das so ähnlich vorstellen wie bei einem Film Zurück in die Zukunft.
Da gab es ja diesen Hund Einstein, der in der Zeitmaschine mitgereist ist. Vorher hat man zwei Uhren synchronisiert, dann ist der Hund in der Zeitmaschine mitgefahren und dann kam er wieder und dann hat man festgestellt, die Uhren waren nicht mehr synchron. Und sowas Ähnliches haben die auch gemacht, nur mit einem Flugzeug. Die haben Atomuhren dabei gehabt, mehrere, und haben sie synchronisiert mit der Bodenstation. Dort standen auch Atomuhren und dann sind die einfach einmal um die Welt geflogen. Haben sich dann eben die Uhren wieder angeschaut und dann sind sie sogar nochmal in der anderen Richtung geflogen. Einmal ostwärts, einmal westwärts. Warum? Das war also 1971, da haben die das Experiment durchgeführt. Warum Ost und West? Hier sehen Sie das Ergebnis. Es gibt erstmal, wenn hier ART steht, dann meint es einen Zeitdehnungseffekt aus der allgemeinen Relativitätstheorie. Wenn Sie das genauer interessiert, fragen Sie mich nochmal am Schluss, dann erkläre ich es genauer. Im Wesentlichen muss man sich nur merken, je näher die Uhr im Tal ist, also je tiefer sie in dem Gravitationspotenzial drin sitzt, umso langsamer tickt sie. Eine Uhr, die sich weiter oben befindet, tickt schneller. Durch den Einfluss der Gravitation. Also auch die Gravitation zieht am Gang der Uhr und das ist etwas, was man allgemein relativistische Zeitdilatation nennt. Zeitdehnung durch Massen. Das ist das, was man hier in der ersten Spalte sieht. Im Prinzip, bis auf die Fehler, ist der Effekt gleich groß, denn diese Flugzeuge sind immer in der relativ gleichen Höhe geflogen. Einmal ostwärts, einmal westwärts. Hier sieht man aber jetzt einen entscheidenden Unterschied. Hier steht SRT, das meint spezielle Relativitätstheorie, also Zeitdehnung durch Geschwindigkeit. Und jetzt ist es unterschiedlich, ob Sie nach Osten fliegen oder nach Westen. Sie sehen hier eine Zahl minus 184, da 96. Hier steht übrigens NS, das steht für Nanosekunden. Eine Nanosekunde ist eine Milliardstel Sekunde, 10 hoch minus 9 Sekunden. Also Sie müssen eine sehr, sehr genaue Uhr haben, um sowas überhaupt festzustellen. Das kriegen Sie mit Ihrer Quarzuhr oder so nicht hin. Wenn Sie jetzt nach Osten fliegen, es geht ja immer um Relativgeschwindigkeiten. Das ist immer der Punkt. Wenn Sie zwei Uhren vergleichen, ist die einzige Frage, die Sie in der speziellen Relativitätstheorie interessiert, was ist der Bewegungsunterschied, die Relativgeschwindigkeit zwischen diesen beiden Uhren? Und warum ist da jetzt unterschiedlich, wenn Sie nach Osten fliegen oder wenn Sie nach Westen fliegen? Der Grund ist natürlich die Erddrehung. Wenn Sie nach Osten fliegen, dann fliegen Sie mit der Drehung der Erde. Und deshalb ist die Geschwindigkeit, die Relativgeschwindigkeit zu der Bodenstation höher. Wenn Sie nach Westen fliegen, dann sind Sie langsamer relativ zur Bodenstation. Und deshalb ist da der Einfluss dieses Effekts geringer. Deshalb kommt da eine kleinere Zahl raus. Woher kommt jetzt das Minuszeichen und warum haben die anderen Plus? Man muss sozusagen hier die verschiedenen Zeiteffekte mit einem Vorzeichen gewichten, denn dieser allgemeinrelativistische Effekt sagt, wie wir besprochen haben, je höher ich komme, umso schneller tickt die Uhr durch den Einfluss der Masse. Und die spezielle Relativitätstheorie sagt, je schneller ich mich bewege, umso langsamer tickt die Uhr relativ zum Boden. Das heißt, beide Effekte spielen immer eine Rolle. Übrigens auch bei einer Bergspitze. Bei einer Bergspitze würden Sie jetzt sagen, ja, was bewegt sich eigentlich da bei dem Berg? Aber Sie betrachten ja die Bergspitze relativ zum Boden und damit der Berg als Ganzes nicht auseinanderbricht, muss sich die Bergspitze da oben schneller um die Erde bewegen als die Talsohle. Das heißt also, auch hier haben wir eine Relativbewegung, obwohl der Berg statisch ist. Das sind immer beide Effekte, die eine Rolle spielen. Ob Sie im Flugzeug sind oder auf dem Berg, ist ganz egal. Und hier kriegen Sie dann die Summe raus. Also der Messwert waren, wenn Sie ostwärts fliegen, nur 60, minus 60 Nanosekunden Unterschied und westwärts der viel größere Effekt, 273 Nanosekunden Unterschied. Also wenn Sie einmal nach Westen fliegen, einmal um die Erde fliegen, dann geht Ihre Uhr um 0,3 Mikrosekunden anders als die Uhr am Boden. Wenn Sie jetzt aber Vielflieger sind, dann summiert sich das natürlich. Oder wenn Sie viel Bergwanderungen machen, sind häufig auf einer Bergspitze, dann summiert sich das.
und hat zum Beispiel auch sich Leute angeguckt wie Bewohner der Internationalen Raumstation, ISS. Die sind ja gleich mehrere Tage. Ich glaube, der Rekordhalter auch größenordnungsmäßig ein Jahr da oben. Da summieren sich natürlich die Effekte. Und diese Leute sind die Rekordhalter beim Zeitreisen. Also dieser Effekt wurde bestätigt und zwar auf 10% genau. Nach Einsteins Tod. Es hat sich aber immer noch nicht so rumgesprochen. Also ich begegne immer noch Leuten, die dann erstaunt sind. Vielleicht sind jetzt auch heute Abend welche erstaunt, die sagen, Wahnsinn, wir machen hier Zeitreisen. Wir merken es nur gar nicht. Aber man kann es messen. Man kann es mit Atomuhren messen. Die Veröffentlichung habe ich Ihnen hier hingeschrieben. Around the World, Atomic Clocks Predicted Relativistic Time Gains. Das ist also 1972 dann in Science, einem relativ renommierten Journal, erschienen.